Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Ringvorlesung Bildkulturen des digitalen Praktiken, Ästhetiken, Genres. Ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich Wolfgang Ulrich, der heute mein Gastredner ist. Es ist mir eine Ehre, lieber Wolfgang. Herzlich willkommen. Bevor ich Ihnen und euch Wolfgang Ulrich vorstelle, habe ich noch einen kleinen Hinweis für unsere Studierenden. Und zwar sind jetzt die ersten Aufzeichnungen, nämlich der ersten drei Vorträge der Ringvorlesung, für Sie online verfügbar. Und wir werden das sukzessive dann jede Woche ergänzen. Das sind jeweils nur die Vorträge ohne die Diskussion. Also wenn Sie die Ringvorlesung hier in diesem Forum verpasst haben, können Sie leider die Diskussion nicht mehr nachhören, aber immerhin die Vorträge. Und zwar in Ihrem Opal-Kurs finden Sie eine Linkliste, über die Sie dann auf die entsprechenden Videos kommen, die auf dem Videocampus Sachsen liegen. Und zwar passwortgeschützt. Das heißt, Sie müssen sich mit Ihrem ZIH-Login anmelden. Wenn Sie das nicht getan haben, dann führt Sie der Link nur auf die Homepage vom Videocampus Sachsen. Wenn Sie sich aber angemeldet haben, dann kommen Sie sofort zu den entsprechenden Videos. So viel dazu. Ja, alle organisatorischen oder technischen Fragen können Sie wieder an Marie Hummel richten, und zwar über den privaten Chat, bitte. Marie müsste bei allen ganz oben auch in der Teilnehmerinnenliste auftauchen, weil sie als mein Co-Host fungiert. Wie wir die Diskussion im Anschluss an den Vortrag organisieren, habe ich Ihnen wieder in den Chat kopiert. Dort können Sie das nachlesen. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Zuletzt aber wieder meine Empfehlung, dass Sie oben rechts auf die Sprecheransicht wechseln. Dann haben Sie gleich ein besseres Bild und sehen nicht die vielen schwarzen Quadrate. So, nun ist es mir eine ganz große Freude, Ihnen und euch Wolfgang Ulrich vorzustellen. Wolfgang Ulrich war von 2006 bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Seither ist er neben gelegentlichen Gast- und Vertretungsprofessuren freiberuflich tätig und vor allem ein unglaublich produktiver und einflussreicher Autor kunst- und kulturwissenschaftlicher Bücher und Fachartikel in Katalogen und Zeitschriften. Er schreibt aber auch sehr regelmäßig für große Zeitungen wie die FAZ, die Zeit, die Süddeutsche. Ja, ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wie Wolfgang Ulrich sich aktuellen Themen und Diskussionen zuwendet. Diese dann mit einem wirklich sehr fundierten und beeindruckend breiten kunsthistorischen Wissen verbindet und wie er sehr pointiert und thesenstark zu gegenwärtigen Debatten beiträgt. Ich kann jetzt hier natürlich nur eine kleine Auswahl von Publikationen nennen und empfehle Ihnen aber wärmstens den schönen Blog von Wolfgang Ulrich, der heißt Ideenfreiheit. Dort können Sie sich weiter informieren. Ja, Wolfgang setzt sich in seiner Arbeit und seinen Schriften seit vielen Jahren mit ganz grundlegenden Begrifflichkeiten und Mechanismen des Betriebssystems Kunst auseinander. Also so etwa mit der Geschichte des Kunstbegriffs selbst in Büchern wie Was war Kunst? Bilanz eines Begriffs von 2005 oder Tiefer hängen über den Umgang mit der Kunst von 2003. Verbunden mit der Frage des Kunstbegriffs hat er sich in seinen Publikationen auch kritisch mit Fragen der Vermarktung und den heutigen Funktionen von Kunst auseinandergesetzt. Zum Beispiel in Gesucht Kunst, das Phantombild eines Jokers von 2007 oder Siegerkunst, neuer Adel, teure Lust von 2016. Aber auch über die Kunst und Kunstgeschichte hinaus hat er sich etwa mit der aktuellen Lage der Geisteswissenschaften beschäftigt im Buch Des Geistes Gegenwart, eine Wissenschaftspoetik von 2014 oder mit gesamtgesellschaftlichen Fragen wie der allgegenwärtigen Rede von Werten im Buch Wahre Meisterwerte, Stilkritik einer neuen Bekenntniskultur von 2017 oder der aktuellen Konsumkultur und warenästhetischer Erziehung in einem Buch von 2013. Also Sie sehen schon, wahnsinnig produktiv. In den letzten 10 Jahren sind zahlreiche Bücher erschienen. Zuletzt hat Wolfgang Ulrich mit seinem Buch Feindbild werden Furore gemacht, das dieses Jahr erschienen ist und ein großes Brecher-Echo hervorrief, auch von der New York Times aufgegriffen wurde.
Mit dem Buch reagierte er auf ein Schmähbild, das der Künstler Neo Rauch als Antwort auf einen Artikel von Wolfgang Ulrich in der Zeitung Die Zeit gemalt hatte. Sie haben wahrscheinlich davon gehört oder gelesen. In dem Artikel schrieb Wolfgang Ulrich über neurechte Tendenzen in der Gegenwartskunst, woraufhin er von Neo Rauch als Anbräuner bezeichnet und gemalt wurde. Und in dem Buch hebt Wolfgang diese Debatte, diese sehr aufgehitzte Debatte, aber wirklich nochmal auf ein ganz anderes Niveau und verbindet es eben unter anderem auch wieder mit der Frage nach dem Kunstverständnis. Zum Schluss möchte ich natürlich erwähnen, dass Wolfgang Ulrich 2019 zusammen mit Anne-Kathrin Kohut die Buchreihe Digitale Bildkulturen beim Klaus Wagenbach Verlag in Berlin ins Leben gerufen hat. Die erste Buchreihe, die sich systematisch der ästhetischen und gesellschaftspolitischen Dimension von Bildphänomenen im Internet widmet, aus einer Bild-, Medien- und kulturwissenschaftlichen Perspektive. Ja, und wie ich bereits bei der Eröffnung der Ringvorlesung sagte, ist meine Ringvorlesung auch maßgeblich von eurer Reihe inspiriert. Und ich danke euch ganz herzlich für den Austausch und auch für das Netzwerk, das ihr wirklich mit dieser Reihe auch initiiert habt. 8 Bücher sind bereits erschienen, weitere in Vorbereitung und Planung, wie ich gehört habe. Gleich zu Beginn erschien Wolfgangs eigener Band, das halte ich jetzt mal hier hoch, zum Thema Selfies, von dem es aufgrund des großen Erfolgs auch schon eine zweite Auflage gibt und auf dem auch der heutige Vortrag basiert. Ich möchte auch noch erwähnen, dass ihr beide ja auch zur Buchreihe nicht nur eine Homepage habt, sondern auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt auch Digitale Bildkulturen. Und auf dem werden eben auch einige Vorträge dieser Ringvorlesung veröffentlicht. Das freut mich sehr, dass wir auch da kooperieren. Ja, lieber Wolfgang, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf deinen Vortrag und the floor is yours. Ja, schönen guten Abend allerseits und liebe Kerstin, dir ganz herzlichen Dank für diese umfangreiche und wirklich sehr würdigende Einführung. Danke, danke. Du hast unsere Buchreihe erwähnt, du hast nicht erwähnt heute, dass du eine der ersten Autorinnen, wichtige Autorin auch innerhalb dieser Reihe bist mit deinem Band über die Bildproteste. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass das Netzwerk weitergeht und dass es diese Reihe jetzt hier gibt bei dir als Ringvorlesung. Und ja, tatsächlich, die Buchreihe wird auch noch, so wie es aussieht, ein ganzes Stück wachsen. Und ja, jetzt ist allerdings, vielleicht mache ich schon mal meine Präsentation hin, dass wir das schon mal erledigt haben und schauen, ob das alles so klappt, wie das sein soll. So, Moment. Gut. Sieht alles prima aus. Sieht alles prima aus. Gut, danke schön. Ja, es ist natürlich so, wenn man im Jahr 2020 über Selfies sprechen soll, dann bedeutet das was anderes, als es das noch 2019 bedeutet hat. Also das Jahr, in dem mein Beitrag zu dem Thema in der Reihe erschienen ist. Weil ja, mir ja so zu sein scheint, dass 2020 ein Jahr ist, dass die Bedeutung von Gesichtern, also die Bedeutung des zentralen Sujets von Selfies uns nochmal so stark bewusst gemacht hat, wie zumindest in meiner Erinnerung kein anderes Jahr zuvor. Also man kann ja sagen, in zumindest doppelter, erstmal auch gegenläufiger Hinsicht konzentriert sich im Zuge der Pandemie die Aufmerksamkeit umso mehr auf die Gesichter. Das eine Phänomen erleben wir unter anderem gerade in diesem Moment, also bei dieser Veranstaltung. Normalerweise, so wie es geplant war, würden Sie mich jetzt ja in einem Hörsaal sehen. Sie könnten sich ein Bild von meiner Figur machen, von meiner Körpersprache machen. Sie würden Eindruck von dem bekommen, was man so den Auftritt einer Person nennt. Das ist jetzt doch ziemlich stark reduziert. Sie können euch nur mein Gesicht sehen. Gut, Sie bekommen noch ein bisschen Hintergrund mitgeliefert, den es in Real Life nicht gäbe, aber ich glaube nicht, dass der so ganz das kompensieren kann, was andererseits eben vielleicht doch verloren geht, indem man jetzt nur noch das Gesicht hat. Also 2020 ist das Jahr der Zoom-Konferenzen, der vielen Spielarten von Online-Kommunikation, hat sollen den physischen Austausch oft eben auf Kommunikation von und zwischen medial reproduzierten Gesichtern reduziert.
Zugleich aber ist 2020 das Jahr, in dem Gesichter im öffentlichen physischen Raum mehr denn je hinter Masken versteckt werden und ja, nur noch teilweise sichtbar sind. Nun, meiner Meinung nach hat die Fokussierung der Kommunikation auf Gesichter im Online-Raum jetzt nicht zu riesigen Debatten geführt und schon gar nicht für größere Konflikte gesorgt. Andererseits aber eben die Maskenpflicht im öffentlichen Raum hat sich als ein hochemotionales Thema entpuppt und ist im Nu politisch weltanschaulich aufgeladen worden. Also hat die Gesellschaft sehr scharf in BefürworterInnen einerseits und GegnerInnen andererseits getrennt. Vielleicht ist es ein bisschen zu unscharf, hier von der Gesellschaft zu sprechen. Vielleicht sollte man hier vor allem auch von den westlichen Gesellschaften sprechen, die eben anders als einige asiatische, als einige islamische Kulturen etwa keine, wie auch immer begründeten, alltäglich lebendigen Praktiken des Verbergens von Gesichtern im öffentlichen Raum kennen. Also die Zentrierung auf Gesichter ist in unserer Kultur eben so groß, dass die auch noch so rational und wissenschaftlich begründete Maßnahme, sich und andere temporär mit einer Bedeckung des Mund-Nasen-Bereichs vor Infektionen zu schützen, eben zu zahlreichen ablehnend aggressiven Reaktionen führt, wie wir seit einiger Zeit jetzt erleben. Also sehr gerne wird dann so die Gleichung aufgemacht, Maskenpflicht ist gleich Maulkorb, ist gleich Freiheitsentzug, ist gleich Diktatur. Also suggeriert wird dann, dass die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten erheblich beschnitten sind, wenn man eben nicht jederzeit das gesamte Gesicht zeigen kann. Also unterstellt wird, die Kommunikation ist grundsätzlich gestört, die Wahrheit ist unterdrückt, wenn man einander eben nicht voll zu sehen vermag. Also wenn die Mimik als semantisch natürlich fraglos relevanter Teil der Kommunikation zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil wegfällt. Aber ich glaube, nicht nur diejenigen messen jetzt Gesichtern und Mimik eine große Bedeutung zu, die jetzt gegen die Maskenpflicht rebellieren, sondern auch viele derjenigen, die sehr engagiert Masken tragen, tun das eigentlich genauso. Sie haben nur, und das ist jetzt so der interessante Punkt, eine ganz andere Vorstellung davon, was es eigentlich heißt, dass das Gesicht eine semantisch höchst aussagefähige, zu vielen Differenzierungen geeignete Fläche ist. Also Sie begreifen Masken als eine Fläche, eben auf der sich Botschaften vermitteln, Statements formulieren, Bekenntnisse ablegen, eine differenzierte Kommunikation in Gang setzen lässt. Das heißt, es gibt auch viele, für die sind eben Masken eine weitere Möglichkeit letztlich der Selbstinszenierung. Nicht anders als eine Frisur oder als eine Brille, als Schminke, Tattoos oder auch als Botox oder chirurgische OPs. Also als alle anderen Mittel in dem ganzen Spektrum, was man hat, mit denen sollen das Gesicht von einem, könnte man sagen, von einem Naturprodukt zu einem kulturell vielfältig geformten Artefakt wird. Also man könnte sagen, in diesem ja fast schon kulturkampfartigen Streit über die Masken, den wir in diesem Jahr erleben, geht es letztlich auch um einen Streit zwischen verschiedenen Auffassungen vom Gesicht. Also es geht darum, ob die Maske jetzt das Gesicht verdeckt oder ob sie es inszeniert. Oder wenn man es noch ein bisschen weiter zuspitzen wollte, geht es um die Frage, ob die Maske die Mimik unterdrückt oder ob sie eigentlich eine Fortsetzung von Mimik mit anderen Mitteln ist. Oder nochmal anders formuliert, es geht darum bei diesem Streit, ob die Maske sowas wie einen authentischen Ausdruck verhindert oder behindert zumindest, oder eben ob sie ein Element der Gestaltung ist, die ja insgesamt so stark kulturell bedingt und kodiert ist, wenn es um Gesichter geht, dass man ja von sowas wie authentisch im Sinne von natürlich, von unverfälscht ohnehin grundsätzlich nicht sprechen kann. Also letztlich geht es darum, ob das Gesicht eher als was Natürliches angesehen wird, das bestenfalls in jedem Moment die Wahrheit über das Wesen, über den Charakter, über die Befindlichkeit des jeweiligen Menschen zum Ausdruck bringt, oder eben, ob man
das Gesicht als was weitgehend kulturell geprägtes ansieht, also als etwas, was eben immer Moden, immer Konventionen ausgesetzt ist, etwas, ja, Modenkonventionen, die sich natürlich auch historisch wandeln, sodass Gesichter je nach Kultur, je nach Zeit eben auch einem anderen Stil folgen, anders sozusagen aussehen. Ja, wenn ich diese ganzen Debatten, die eben so lebhaft geführt wurden in den letzten Monaten über die Masken im öffentlichen Raum, wenn ich die so verfolge, dann habe ich tatsächlich immer wieder auch so Déjà-vu-Erlebnisse gehabt. Eben gerade, weil ich mich in den letzten Jahren mit Phänomenen rund um Selfies befasst habe. Und ja, mir ist irgendwie aufgefallen, dass eben Auseinandersetzungen zwischen Kritikern von Selfies und denen, die ihnen grundsätzlich wohlwollend gegenüberstehen, oft auf ganz ähnliche Weise ablaufen wie jetzt dieser Streit pro und contra Masken. Also für die einen sind Selfies sogar noch schlimmer als staatlich verordnete Masken, weil sie meinen, das ist ja nicht nur, dass jetzt hier schon staatlich, dass das jetzt hier Mimik unterdrückt wird, eben durch etwas, was von außen appliziert wird, sondern die Leute machen das ja doch selbst und freiwillig. Es ist die Grimassen, die man bei Selfies macht, sind eigentlich eine autoaggressive Praktik. Also die Gegner können da nur ins lächerliche, verzerrte, peinlich karikaturenhafte, entstellte Gesichter erkennen, denen gerade jegliche Wahrhaftigkeit sozusagen abgeht. Also wo die Natürlichkeit des Ausdrucks hier korrumpiert ist oder unterdrückt ist oder geopfert wird zugunsten von etwas ganz anderem, was eben dann sehr negativ konnotiert wird. Für die anderen hingegen stellen Selfies tatsächlich eher auch eine Fortsetzung, also diesen auch krassen Gesichtsauszügen gerade ausdrücken, gerade eher eine Fortsetzung, eine Steigerung dessen da, was herkömmlich mit Mimik, mit Gestik ausgedrückt wird. Also das Gesicht als was ohnehin schon kulturell geprägtes erfährt hier nochmal eine prägnante Steigerung, Zuspitzung. Und ja, bei vielen hat man den Eindruck, sie üben ja geradezu auch ihre Mimik jetzt nochmal in ganz unterschiedliche, jeweils sehr explizite Konstellationen zu bringen. Das Gesicht ist wie etwas, was man immer eine Art von Alphabet immer wieder anders auch formen und gestalten und damit was anderes ausdrücken kann. Also das Gesicht wird bei Selfies grundsätzlich, kann man vielleicht das schon mal so sagen, artifizieller, als es ohnehin schon ist. Deshalb aber übrigens natürlich auch umso mehr ein Objekt für diverse Kulturwissenschaften. Und ich möchte mich tatsächlich im Folgenden auch dieser Fraktion anschließen, die also Selfies als eine wichtige Kulturtechnik sieht, wo das Gesicht nochmal eigens eine Gestaltung erfährt, und möchte im folgenden Fall so eine Art von Vorschlag machen, wie sich Selfies eben anders als bloß kulturpessimistisch interpretieren lassen, also nicht so, wie es viele Kritiker tun, darin nur ein sowas wie ein Ende des Gesichtes erblicken. Und möchte eher vielleicht dafür plädieren, Selfies als was anzusehen, was vielleicht dazu geeignet ist, die Wertschätzung der Möglichkeiten von Gesichtern insgesamt nochmal besser anzuerkennen, zu würdigen, das besser zu erkennen, auch was sozusagen da in Gesichtern an Möglichkeiten steckt und vor allem aber auch in Gesichtern eben Artefakte zu erblicken, also eben etwas kulturell Bedeutsames zu erblicken. Und ich glaube, wenn man diesen Standpunkt einnimmt und einübt ein bisschen, dann kann das vielleicht auch dazu beitragen, jetzt nicht gegenüber Masken, sondern auch gegenüber anderen Modifikationen das Gesicht zu einer etwas differenzierteren oder entspannteren Einstellung zu gelangen. Egal, ob jetzt diese anderen Modifikationen eben temporär sind oder dauerhaft, ob sie bloß kosmetisch äußerlich sind oder ob sie invasiv sind. Ja, aber warum, und das ist vielleicht die erste Frage, die sich hier stellt, warum sollten Selfies jetzt überhaupt eine Fortsetzung, eine Steigerung dessen bieten müssen, auch ja, was herkömmlicherweise mit Mimik, mit Gestik ausgedrückt wird. Also die Frage ist auf jeden Fall
liegt nahe oder ist sehr berechtigt. Und ich glaube, die Antwort ist auch recht klar, also weil mit Selfies ja meist kommunikative Zwecke verfolgt werden und weil mit ihnen aber in Medien kommuniziert wird, also sich immer nur einiges aus der jeweiligen Gesamtsituation vermitteln lässt, ist es naheliegend, dass man so ein Gegenüber der Kommunikation in Real Life hier was zuspitzen muss, um nicht unverstanden zu bleiben oder um nicht missverstanden zu werden. Und deshalb eben haben wir auf vielen Selfies verzerrten Gesichtszüge, aufgerissene Augen, zur sagen Schnute, verzogene Münder, also diese ganzen gesteigerten Formen von Mimik. Ich würde mal so einen kleinen historischen Vergleich hier machen und sagen, es ist so ein bisschen ähnlich wie ehedem im Stummfilm. Also sagen die gesamte Vermittlungsarbeit, die lastet auf prägnanten Gesten, auf übertriebenen Formen der Mimik, weil ja bei den Fotos auch sagen, die Tonspur fehlt und auch für Textkommentare nicht in hinreichender Menge noch begleitend, erläuternd da sind. Also rechts sehen Sie jetzt hier zwei Stills aus Stummfilmen der 20er Jahre. Das heißt, man könnte sagen, es dient auch dem Zweck gelingender Kommunikation, wenn Gesichter so zur Überdeutlichkeit verzogen werden. Aber es kommen sicher noch andere Gründe auch hinzu. Gründe, die vor allem auch der Logik oder der Infrastruktur der sozialen Medien geschuldet sind, wo eben die meisten der Selfies ihren Ursprung, ihren Ort haben. Also es scheint mir zum Beispiel so zu sein, dass man mehr Aufmerksamkeit und Reaktionen bekommt, eben wenn ein Selfie nicht zu brav, wenn es auch nicht mimisch unterentwickelt ist, dann fühlen sich AdressatInnen eher dazu aufgefordert, selbst auch wiederum mit einem Selfie zu antworten. Und es wird vielleicht sogar als ungenügend empfunden werden, wenn man auf so ein exponiertes Selfie, wo jemand was so auch riskiert hat, sich eben präsentiert hat, wenn man da jetzt nur mit einem schlichten Danke oder einem einfachen Emoji antworten würde. Das wäre sagen, irgendwie zu wenig. Man sieht, dass Selfies halt sehr oft auch in so einer Art von ökonomischen Logik gefangen sind oder da in einer solchen Logik stehen. Also gerade wenn ein Selfie halt auch persönlich adressiert ist bei Apps wie WhatsApp zum Beispiel, dann sind sie schon oft vom Charakter sowas wie eine Gabe, wo eine Gegengabe erwartet wird. Und eben je mehr jemand mit einem Selfie riskiert, je mehr sich jemand exponiert, desto mehr muss der andere halt versuchen, jetzt hier was eine Überbietung auch zu leisten. Also es gibt so eine Art von expressivem Potlatsch dann bei so einem Selfie-Austausch, wo eben so die Mimik immer noch mal ausgefalleneren Experimenten unterzogen wird. Aber andere Funktionen kann das auch noch haben, diese sehr krassen, verzerrten Gesichtsausdrücke. Also mit so einem Duckface zum Beispiel und einer Mimik Extravaganz kann man sich ein Stück weit ja auch schützen, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Also falls so ein albernes Selfie signalisiert ja auch oder soll signalisieren, ach, nehme das alles nicht so ernst, ich nehme es auch nicht so ernst. Das ist wie so ein ironisches Augenzwinkern. Aber vielleicht will man auch noch davon ablenken, dass man sich so ein bisschen geniert, jetzt überhaupt ein Foto zu posten, dass man sich vor allem geniert für sein Aussehen und sagen, eine krasse Mimik lenkt dann vielleicht von irgendeinem anderen kleinen Makel ab, dass man die Haare nicht frisch gewaschen hat oder irgendwo einen Pickel hat. Das ist vielleicht zumindest so die Hoffnung, die sich damit verbindet. Oder man entscheidet sich vielleicht auch deshalb für eine gewisse entstellte Version des eigenen Gesichts, weil man ja schon weiß, dass viele Menschen Selfies als narzisstisch finden und einem nur sagen, Eitelkeit da unterstellen. Also wenn es dann nicht so schön ist, dann kann man vielleicht da ein bisschen auch dagegen angehen, gegen diese Vorstellungen, die von Selfies in Umlauf sind. Allgemein kann man sagen, wer so ein Selfie macht, hat ja sagen, auch eine soziale Herausforderung zu bestehen. Also das ist ja schon immer sehr komplex. Wo macht man wann was, wem gegenüber, wie kodiert man das? Die Situationen sind wirklich anspruchsvoll. Adressatinnen sind vielleicht heterogen oder wechselnd. Und man will letztlich dann doch immer irgendwie witzig oder cool oder souverän rüberkommen.
Und insofern, ja, also ist das nicht ganz leicht. Und da haben sich halt so gewisse Praktiken etabliert, mit denen man dann doch wiederum relativ zuverlässig erstmal ganz gut so durch die schwierigen Situationen hindurchkommt. In jedem Fall aber handelt es sich hier ja immer um sehr markante Formen auch von Inszenierung. Also wer ein Selfie macht, setzt sich in Szene, weiß in dem Moment, dass er oder sie jetzt auch sich zum Bild macht. Es ist so, wie als würde man eine Bühne betreten, eben öffentlich werden, wenn man ein Selfie macht und dann auf irgendeinem Medium, auf irgendeiner App, auf irgendeinem Portal postet. Also insofern könnte man sagen, wer sagen so ein Smartphone sich vors Gesicht hält, um ein Selfie zu machen, verhält sich nicht so anders wie eine Schauspielerin oder ein Schauspieler. Und das jetzt meine ich jetzt nicht nur bezogen auf den Stummfilm, sondern ganz, ganz grundsätzlich. Also alle SchauspielerInnen zeichnen das aus, dass sie sagen, in jedem Moment, wo sie auf der Bühne sind oder die Kamera an ist, um ihre Sichtbarkeit wissen, dass jede Regung, jedes Detail der Mimik auch bedeutsam sein kann. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es bei den ProduzentInnen von Selfies eben auch. Es geht darum, die eigenen Gesichtszüge sagen, sehr bewusst auch zu kontrollieren. Es geht darum, auch eine Rolle anzunehmen, jeweils bei einem Selfie, das man macht. Also man bezieht sich aber eigentlich immer auf bestimmte Codes, auch um sich Dritten gegenüber verständlich zu machen. Man ordnet sich schon ein in eine bestimmte Tradition von Gesichtstyp, von Selfie-Typ und ja, sagen, stellt den nach, möchte ihn nochmal überbieten oder variieren. Und insofern könnte man schon so weit gehen, das würde ich mal so als Vorschlag machen, dass man das Selfies eigentlich nach denselben Kriterien auch zu beurteilen sind wie eine schauspielerische Leistung. Also danach, wie eben eine Rolle dann interpretiert, gestaltet, performt wird, ob sie eben dramatisiert wird, ob sie originell nochmal gebrochen wird, ob sie einfach standardmäßig perfekt nachgestellt wird, ob sie mit einer anderen Rolle interessant verbunden wird und so weiter. Also so wie man eben im Theater sagen die SchauspielerInnen sagen, so ein Schauspiel allein schon auf ihrem Gesicht aufführen, so machen das eben dann auch die Produzenten von Selfies. Die Mimik Schauspiel zu bezeichnen, das jemand mit seinem Gesicht aufführt, das ist eine Formulierung von dem Kunstwissenschaftler Hans Belting, der in seinem aus meiner Sicht außerordentlich wichtigen und anregenden Buch Faces sehr gut ausgeführt hat, wie die Mimik bei SchauspielerInnen selbst ja zum Kunstwerk werden kann. Auf jeden Fall aber sondern den Charakter einer Maske annimmt, also eines Artefakts annimmt. Also jetzt Maske in dem Sinn verstanden, wie wir das aus der Tradition des Theaters erstmal kennen. Und in seinen Ausführungen bezieht sich Belting auf den Philosophen Helmut Plessner an einer wichtigen Stelle in seinem Buch. Und von Plessner gibt es einen Aufsatz mit dem Titel Anthropologie des Schauspielers aus dem Jahr 1948. Und da vertritt Plessner die These, dass Schauspieler eigens exponieren, was an sich bei jedem Menschen stattfindet. Also Plessner sagt, generell sei, das zitiere ich jetzt, menschliches Leben die Verkörperung einer Rolle nach einem mehr oder weniger feststehenden Bildentwurf. Und dann sagt Plessner, beim Schauspieler sei die Aufmerksamkeit ganz auf dieses Bild gerichtet, sondern auf die Gestaltung dieses Bildentwurfs. Man könnte eben auch sagen, auf die Personifizierung der Rolle, die jeweils eingenommen wird. Während sonst bei Menschen, sagt Plessner, die Beherrschung der Rolle alles andere schon vergessen lasse, also den Betroffenen einen Sinn sorgen für ihre eigene Sichtbarkeit weitgehend abgeht. Und das ist sagen, der Unterschied. Und deshalb sind SchauspielerInnen auch so wichtig für eine Kultur, weil sie sagen, Role Models im wörtlichsten Sinne sind und einem helfen dabei, auch die Rollen, die man in seinem eigenen Leben spielen muss, auch noch zumindest so halbwegs zu meistern. Aber man wird es sagen, ist immer so sehr im Leben drin, dass einem sagen, dieser bewusste Akt
diese bewusste Kontrolle der eigenen Mimik und Gestik eben im Allgemeinen nicht gelingt. Also eine klare Zweiteilung, die Plessner hier vornimmt. Und nun würde ich sagen, in Zeiten von Selfies löst sich eigentlich diese Zweiteilung ein Stück weit auf, weil jetzt eben sehr viele Menschen, indem sie Selfies machen, sich in einer Praxis üben, die eben der von SchauspielerInnen ähnelt. Also sie machen eben ihren eigenen Leib, da greife ich nochmal eine Formulierung von Plessner auf, zum Kunstmittel. Und wobei, wie Plessner schreibt, sollen die Ausdrucksqualität dem bildschöpferischen Können des Darstellers anheimgegeben ist. Also je mehr schauspielerisch performatives Talent jemand hat, umso höher ist wohl die Ausdrucksqualität, umso präziser ist das Bild, das abgegeben wird, eben auch umso interessanter ist das Selfie, das dadurch entsteht. Also Menschen mit entsprechenden Talenten sind dann im Vorteil, wenn sie auch Selfies machen wollen. Und zu dem Themenkomplex passt vielleicht ganz gut, dass ja tatsächlich eines der berühmtesten Selfies in der ja noch nicht so wahnsinnig langen Geschichte dieser Gattung gerade auch eine ungewöhnliche Ansammlung von SchauspielerInnen zeigt. Erinnern sich vielleicht auch, das war die Oscarverleihung im März 2014. Da ist es der Moderatorin der Show, Ellen DeGeneres, gelungen, also zahlreiche Stars von Meryl Streep, Julia Roberts bis zu und auch damals noch Kevin Spacey, es war vor Me Too, zusammen so mit sich selbst so auf ein Gruppenselfie zu bannen. Der Wunsch war auch von Anfang an, so einen Rekord aufzustellen, ein Foto mit den meisten Retweets zu posten. Das ist auch geglückt. Es wurde mehr als 2 Millionen Mal allein in rund 2 Stunden retweetet, dieses Bild. Das ist aber jetzt gar nicht das Interessante. Ich finde es tatsächlich interessant, wenn man sich das Bild anschaut, man wird es fast für eine Fotomontage handeln. Und zwar jetzt nicht nur wegen der hohen Stardichte, sondern wegen dieser durchweg so prägnanten Gesichter. Also ich kann sagen, jedes Gesicht ist hier so sehr Bild, mit so viel professioneller Routine, Ausdruck, dass jedes Gesicht wirklich wie so eine Maske erscheint auch. Also man hat das Gefühl, wir sehen hier gar nicht die lebenden Personen, sondern wir sehen eigentlich, als seien diese Selfie-Gesichter so vor den eigentlichen Gesichtern, vor die eigentlichen Gesichter montiert worden, die in ihrem Ausdruck gar nicht so scharf, so markant sein können. Also da wird das halt nochmal ganz anschaulich tatsächlich, wie sehr Selfie machen in einer Tradition auch von schauspielerischen Fähigkeiten und Techniken steht. Jetzt ist aber natürlich so, dass viele Menschen, die Selfies von sich machen, eben nicht über so ein großes schauspielerisches Talent verfügen, auch nicht über genügend Training verfügen, um jetzt so überzeugend zum Bild werden zu können. Also sie haben eben ihre Mimik nicht ganz unter Kontrolle und bei ihm wird dann schnell, sieht eben wirklich nur noch ein bisschen peinlich aus, was ernst gemeint ist oder mit dem Willen auch zur Expression in Szene gesetzt ist. Also sie bräuchten jetzt wirklich Masken, um ihre Rolle gut spielen zu können, also Hilfsmittel von außen, die sie applizieren, anders als eben professionelle SchauspielerInnen. Und diese Marktlücke, die ist auch schnell erkannt worden. Also es gibt ja inzwischen zahllose Apps, die sowas wie eine digitale Maskenbildnerei erlauben. Also man jetzt auch mehr tun kann, als nur die Haut glätten oder den Teint irgendwie anpassen, sondern wo man auch den Gesichtsausdruck steigern kann, wo man sich selbst nochmal mit Accessoires versehen kann und damit mit eindeutigen Codes ausstatten kann, um Bildaussagen auch eindeutiger werden zu lassen. Also all die Filter, die es gibt heute, um jetzt das fotografische Bild nochmal zu überformen, zu verfremden, zu überschreiben, auch mit grafischen Elementen, sind ja eine ganz zentrale Sache geworden in den letzten Jahren. Also wo eben dann aus der Nase so ein Schnäuzchen wird, wo man eine Brille aufgesetzt bekommt oder plötzlich von so einem Herzchenschwarm umgeben ist. Also statt behutsamer Korrekturen liefern diese Filter, kann man vielleicht auch sagen, schrille Überzeichnungen.
verkürzen natürlich auch jedes Individuum so auf den plakativen Typus oder auf eine Karikatur mit Animationswert. Damit befreien sie, kann man sagen, die Selfie-Produzentinnen aber auch von dem, was Plessner so schön genannt hat, noch die Last des Bildentwurfs. Also auf einmal ist es eben nicht mehr so schlimm, wenn man nicht professioneller Schauspieler oder Schauspielerin ist und trotzdem kriegt man vielleicht ungefähr das hin, was man hinbekommen wollte als Aussage. Ganz passend in dem Zusammenhang ist vielleicht auch, dass es eine App gibt, die heißt sogar Masquerade, die ist 2015 an den Start gegangen, wo also Masken diverser Art dann auch angeboten wurden, um eben Gesichtsausdrücke zu verstärken, zu schematisieren, rückzubinden an Figuren der Popkultur etwa auch. Also sie von vornherein immer auch schon in semantische Zusammenhänge zu bringen, die Gesichter. Hier war nochmal eine schöne Formulierung von Hans Belting aus dem Buch Faces, das ich tatsächlich nochmal hiermit gerne ans Herz lege. Also er meint, solche Masken brauchte man immer. Er bezieht das wieder so auf die Geschichte der Schauspielkunst. Also waren immer nötig, wenn man mehr Gesicht brauchte, als es der Körper hergab. Und das, was man eben vielleicht früher aufs Theater bezogen hat, das, glaube ich, kann man heute mindestens so gut auf diese ganzen digitalen Apps und eben überhaupt auf das Thema Selfies beziehen. Übrigens war diese App dann auch sehr schnell so erfolgreich, dass sie gleich von Facebook aufgekauft wurde und dann jetzt natürlich nicht mehr unter eigenem Namen weiter besteht mit ihrer ganzen Software. Solche Masken sind natürlich auch deshalb so attraktiv, weil man sie sekundenschnell wechseln kann und spielerisch damit umgehen kann. Also das hat ja doch hier eine Unkompliziertheit auch in der Anwendung, die nochmal viele Hemmschwellen senkt, alles Mögliche auch mal auszuprobieren. Und damit wird aber natürlich auch umso deutlicher, dass es jetzt hier bei all diesen Bildern, über die wir hier reden, bei all diesen Typen von Selfies, nicht um sowas gehen kann, wie um die Offenlegung des wahren Selbst, also nicht um das weit gehen kann, was oft in der Geschichte des Selbstporträts eine Rolle gespielt hat, in der Kunst. Es geht nicht um Authentizität hier. Es geht um Rollenspiele. Es geht vielleicht sogar oft mehr darum, die eigenen Gesichtszüge zu verbergen, als sie zu zeigen. Gerade wenn Sie sich diese Masken hier anschauen von dieser App. Also es geht halt auch darum, den Schutz der Intimsphäre zu wahren, indem man eigentlich sich verbirgt hinter so einer Applikation. Und zugleich, ich habe schon angedeutet, denen es auch so einfach geht und es so viele Angebote gibt, die zum Teil täglich wechseln. Wächst natürlich auch die Lust nochmal so auf Selbstinszenierung. Eigene Person lässt sich ja immer wieder anders kontextualisieren, anders überhöhen, konterkarieren. Das verheißt ja sehr viel Freiheiten, verheißt neue Erfahrungen, das alles auszuprobieren. Und man könnte sagen, jetzt nochmal mit einem kunsthistorischen Bezug gesprochen, jede und jeder kann da heute werden, so ein bisschen wie Cindy Sherman, die sich in den 1980er Jahren in diverse Rollen fiktiver Filme versetzt hat, in ihren berühmten Filmstills und die später dann aufwendige Masken gebaut hat, mit denen, das war jetzt alles zu schnell, mit denen sie sich auf Gemälde der Kunstgeschichte oder Motive des Horrorfilms bezogen hat, wie man das hier sieht. Damit ist Sherman in den 70er, 80er, 90er Jahren zu einer Protagonistin eigentlich einer postmodernen Kunst geworden, also einer Kunst, die von vornherein so auf der Grundlage beruht, dass eigentlich ohnehin alles Inszenierung ist, also dass eine Maskierung nicht eine Wahrheit irgendwie konterkariert oder verdeckt oder zerstört oder steigert. Nein, eine Maskierung ist nicht Lüge, ist nicht Fake, sondern nur immer noch mal eine weitere Stufe und Form der Fiktionalisierung. Es gibt nicht die Wahrheit hinter allen Masken, es gibt nur immer noch weitere Masken und andere Formen der kulturellen Überformung. Sicher ganz passend dazu ist, dass Sherman Horton einen sehr erfolgreichen Instagram-Account hat,
Also jetzt verkleidet sie sich eben nicht mehr analog, sondern digital. Wie man sieht, sie nutzt sehr virtuos und braucht aber auch unter Beibehaltung von Stilprinzipien, die sie früher entwickelt hat, jetzt die ganzen Filter und Apps, die online so zur Verfügung stehen. Aber natürlich, dieses Rollen- und Maskenspiel, das jetzt gerade in den sozialen Medien ganz selbstverständlich geworden ist, das führt auch immer noch zu Verwirrungen, zu Missverständnissen. Es gibt immer wieder so Beispiele, wo man sieht, oh, das ist doch alles noch so ein recht neu, recht ungeübt und vielleicht überfordert dann auch manche Sorgen in der Rezeption. Also viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch vor knapp 2 Jahren, Februar 19, verschwand in Berlin eine 15-jährige Schülerin, Rebecca. Und die Angehörigen haben dann der Polizei das Instagram-Profilbild des Mädchens als Fahndungsfoto gegeben. Die Polizei hat mit diesem Fahndungsfoto dann auch nach dem Mädchen gesucht. Wie man weiß, ist bis heute nicht gefunden. Was weiter damit zu tun hat, dass dieses Bild eben zeigt, wie das Mädchen sich gegenüber ihren Followern gerne sehe. Also hier ist sehr viel digital nachbearbeitet worden. Und so sieht sie eigentlich aus. Also hätte man mit dem Foto gesucht, wäre es vielleicht erfolgreicher gewesen. Also man sieht an so einem Fall, da hat man noch nicht so genau zu unterscheiden vermocht, welche Fotos jetzt eigentlich wofür taugen, welche Fotos welche Funktion haben, dass nicht jedes Bild, wo ein Gesicht drauf ist, eben sich damit dieselben Zwecke erfüllen lassen. Andererseits folgt dann natürlich auch wieder den Vorwurf bei Gegnern von all diesen Selfies und Bildpraktiken in sozialen Medien. Ja, hier wird ja nur manipuliert, hier wird nur verfälscht, hier wird sozusagen ein wahres Gesicht bis zur Unkenntlichkeit eben verborgen. Und dahinter, wenn das als Vorwurf formuliert wird, dann steht da natürlich auch wieder so die Überzeugung dahinter, dass ja, sagen, in der Physiognomie, in der Mimik letztlich doch sagen, das wahre Wesen eines Menschen zum Vorschein komme und dass man da eigentlich am besten überhaupt nicht weiter eingreife. Jede Überformung ist dann eben auch schon eine Manipulation im negativen Sinne. Und ja, aber ich glaube eben doch die zunehmende Macht der sozialen Medien gerät diese Überzeugung, dass sich im Gesicht sowas wie eine Wahrheit ausdrückt, doch in die Defensive. Und die vielen Praktiken all dieser Inszenierungstechniken in den sozialen Medien und gerade bei Selfies, die führen dann eben doch dazu, dass man darin vielleicht eher eine bejahenswerte Gestaltung und nicht eben die abzulehnende Manipulation sieht. Man könnte auch so sagen, also wir haben ja sowas wie einen zweiten neuen öffentlichen Raum, der in den sozialen Medien sich konstituiert und unter dessen Bedingungen kehrt in gewisser Weise vielleicht auch ein Verständnis von Inszenierung, von Rollenspiel, sondern auch vom Gesicht als Artefakt zurück, was wir in anderen Phasen der Kulturgeschichte ebenfalls schon hatten, in Phasen, wo der öffentliche Raum ebenfalls eine starke Bedeutung gespielt hat. Also etwa in Mitteleuropa, in den Städten, war es so bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, dass nicht nur der Adel, sondern auch das Bürgertum eine große Wertschätzung hatte für das Inszenierte, für das verkleidete Leben. Da würde ich mich gerne beziehen im Folgenden auf den Soziologen Richard Sennett, der das erforscht hat, der aber vor allem auch, wie der Titel seines Buches auch lautet, ein Verfall und das Ende des öffentlichen Lebens in der Moderne, also vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, genauer untersucht hat. Aber eben zuerst mal arbeitet Sennett heraus, wie stark die Idee des öffentlichen Lebens noch im 18. Jahrhundert davon bestimmt war, ja, die Menschen als zur Schauspielerei befähigt anzusehen. Also von Höflichkeitsfloskeln bis zur Kleidung oder vom Darstellen von Affekten bis zum Tragen von Masken sollten sie formbewusst sein, alles als Inszenierung begreifen, sodass eben der Einzelne auch nicht so sehr als Individuum, sondern als vielseitiges soziales Wesen zur Geltung kam.
Und auch hier war es so, dass für das Rollen und noch vielleicht noch mehr so als heute natürlich, dass für das Rollenspiel, welches das öffentliche Leben bedeutet hat, vor allem das Theater Anregungen geliefert hat. Also hier aber zumindest diese Ähnlichkeit zwischen SchauspielerInnen und den Menschen, die im öffentlichen Raum auftraten, sich inszeniert haben. Das war so grundsätzlich nichts Differentes. Man hat auch sehr stark in der Zeit noch diese bereits in der Antike geprägte Metapher vom Welttheater sehr wörtlich genommen, also Theatrum Mundi, die ganze Welt ist ein Theater. Das heißt, wir müssen uns auch bei jeder Gelegenheit inszenieren und eben auch entsprechend mit gestalterischem Aufwand in den öffentlichen Raum gehen. Also es gab da großen Ehrgeiz, großes Engagement, so als stünde man so die ganze Zeit auf der Bühne. Und alles drehte sich zumindest auch, so wie es Lennert rekonstruiert, um die Darstellung von Emotionen, aber eben auch nicht im Sinne einer Authentizität. Das hätte man vielleicht gar nicht unbedingt verstanden, diesen Begriff. Es ging auch hier drum, ja, allgemeine Erlebnismuster zu interpretieren, sich anzueignen und dann mit ihnen zu spielen oder sie zu variieren oder zu übertreiben oder was auch immer. Ja, also vor allem am Beispiel der französischen Gesellschaft beschreibt Sennett das sehr schön, wie der ganz Körper eigentlich zum Ort von Inszenierungen wurde. Und es gibt natürlich auch unter anderem Gemälde aus der Zeit, die Sennets Behauptung durchaus stützen. Zum Beispiel haben wir hier ein Gemälde von Claude Gillot, das war der Lehrer von Antoine Watteau, Bild so um 1720 entstanden. Wir sehen hier so eine festliche Gesellschaft und zum Teil sind das Schauspieler der Commedia dell'arte, zum Teil ist es Publikum und schon das ist ja bezeichnet, man kann gar nicht so genau erkennen, wer ist was. Also dann diese Grenze zwischen professionellen SchauspielerInnen und laienhaften, sich Inszenierenden, die ist sozusagen fließend. Und ja, auffallend ist aber eben, wie aufwendig gestylt, geschminkt, maskiert, kuriert, raus. Jetzt hier nur noch mal so ein paar Detailausschnitte, wo man vielleicht das auch sehen kann, dass hier so auch ja, mit viel Witz und mit so sehr viel Mut auch zur Übertreibung, zum Risiko gearbeitet wurde. Man hat so fantasievolle Kopfbedeckungen gewählt, man hat sich natürlich maskiert, man hat natürlich seine Hautfarbe geändert. Man hat Kostüme angelegt, um sagen andere Zeitalter, andere Nationalitäten zu zitieren. Bei Sennett steht einmal der Satz, der Körper schien zum Spielzeug geworden. Ich glaube, das kann man auch noch mal ganz gut sehen. Und die Begründung, die Sennett dafür liefert, ist, dass er sagt, also in so Städten wie Paris oder London im 18. Jahrhundert war es ja doch so, dass man vornehmlich Menschen begegnet ist im öffentlichen Raum, die man zwar so vielleicht vom Sehen kannte, aber nicht wirklich gut kannte, also die irgendwie schon auch fremde Menschen waren. Insofern wäre es auch deplatziert, zu riskant gewesen, sich mit Privatem zu offenbaren. Aber man wollte trotzdem natürlich das öffentliche Leben als eine Chance nutzen, den eigenen Status zu verbessern, Ansehen zu gewinnen. Also hat man sich hier eben so mit Rollen ein Stück weit verkleidet, also das Private geschützt, aber vielleicht eben auf die andere Weise sich umso mehr exponiert. Und in der Moderne dann kam es nach Sennett dazu, im Gegensatz dazu, dass plötzlich Theatralität und Intimität in so ein Gegensatzverhältnis getreten sind. Also macht es vor allem fest an der Entstehung der anonymen Industriegesellschaft, wo man sich so auf den Weg zu, wie er sagt, innengeleiteten Verhältnissen begeben hat und so die Hoffnung auf ein sinnvolles Leben so auf das Private verlagert hat. Also der öffentliche Raum wurde eher abgewertet, entsprechend der Inszenierungsehrgeiz ging zurück. Im Privaten hat man so das Eigentliche gesucht. Dann kommt auch plötzlich eben so ein Begriff wie Authentizität zur Geltung.
Und jetzt würde ich sagen, so die Entstehung der sozialen Medien verändert ja die ganze Erfahrung des Selbstverständnisses derer, die aktiv daran teilnehmen, wiederum ganz erheblich. Es gibt eben jetzt neben dem wichtigen privaten Leben und dem in der Moderne eher abgewerteten öffentlichen Leben nochmal eine neue Form von öffentlichem Leben, allerdings eben eine rein medial konstituierte Öffentlichkeit. Das heißt, die Menschen betreten den öffentlichen Raum nicht wirklich, und im Unterschied zu früher müssen sie dann den privaten Raum nicht verlassen, um trotzdem sowas wie öffentliche Rollen auch bekleiden zu können. Das heißt, es kehren auch nicht genau die Zustände wieder, die im 18. Jahrhundert geherrscht haben, als eben das Öffentliche und das Private letztlich doch klar voneinander getrennt waren. Aber in gewisser Weise gibt es eben eine Restitution von Formen öffentlichen Lebens. Und eben interessant ist der Unterschied, dass es jetzt ja erstmals möglich ist, sondern dass das Private selbst öffentlich wird. Das ist genau das, was auf allen Instagram-Accounts und so ja die ganze Zeit passiert. Also statt jetzt das Private von vornherein gegen jegliche Öffentlichkeit abzuschirmen, repräsentiert man es in den sozialen Medien, aber natürlich auf eine Art und Weise, dass man es gerade doch nicht preisgibt wirklich. Also man nutzt all diese vielfältigen Inszenierungsmöglichkeiten im digitalen, medialen Raum und damit schützt man gerade auch das Private. Und genau das passiert vor allem bei Selfies. Also sagen, es gibt kaum eine bessere Fassade des Privaten als Selfies, vor allem all diese Selfies der Art, wie wir sie jetzt hier schon gesehen und besprochen haben. Erstmal ist ja so, viele Selfies entstehen in vermeintlich so privaten Situationen mit dem Partner im Urlaub, zu Hause, beim Essen oder vielleicht eben sogar in der Badewanne oder im Bett. Also so das Typ Bett-Selfie, also Hashtag ist nicht unverbreitet. Aber man sieht sehr schnell, das sind jetzt nicht irgendwelche intimen Bilder, wo sich jemand entblößt oder eine Grenzüberschreitung vollzogen wird. Nein, hier wird so eine Rolle gespielt. Wie soll man aussehen, wenn man im Bett liegt? Wie sieht es aus, müde zu wirken, ausgeschlafen zu wirken, verträumt zu wirken? Also auch hier wird eine Rolle gespielt, wird eine Maske aufgesetzt und manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man gerade vorher noch die Bilder von Cindy Sherman gesehen hat, das ist kaum weniger maskiert als bei ihr auch. Also sagen Selfies sind hier generell in diesem digitalen öffentlichen Raum, könnte man auch sagen, sowas wie mediale Doubles von denen, die jetzt hier Bilder von sich machen oder sich eben auch zum Bild machen. Und ja, aber es gibt dann wieder interessante Sorgen, eben dadurch auch Parallelen zu den Verhältnissen, wie sie in der vormodernen Zeit herrschten. Also um noch ein letztes Mal Sennett zu zitieren, er sagt, in Frankreich des 18. Jahrhunderts sei das Gesicht zur Folie geworden, auf der man Abzeichen abstrakter Charaktereigenschaften anbrachte. Und genauso sind jetzt eben Selfies so eine Fläche, wo man digital oder analog so eine zusätzliche Schicht mit grafischen Symbolen auftragen kann. Hat hier mal so einen Vergleich noch, das links zeigt ein bisschen was über die Rolle von Schönheitsflecken im 18. Jahrhundert in Frankreich. Je nachdem, wo man den Punkt am Gesicht platziert hat, hat er eine andere Aussage. Also man hat signalisiert, ob man jetzt schamlos ist, wenn der Fleck auf der Nase saß oder eher diskret ist, wenn er unterhalb der Lippe saß oder eher verspielt, wenn er am Kinn saß. Also damit war man lesbar geworden sozusagen. Und heute machen eben Leute, die Selfies herstellen, lassen sich auch alles Mögliche einfallen, benutzen ihr Gesicht genauso als Fläche, um vielleicht in dem Fall jetzt, wie bei diesem Beispiel über Emojis, ihren Gemütszustand auszudrücken oder Charaktereigenschaften, die sie für sich selbst in Anspruch nehmen, zu formulieren. Also da sieht man durchaus wieder so eine Ähnlichkeit und eben grundsätzlich das Gesicht als eine semantische Fläche, mit der man eine Form von öffentlichem Leben auch in Szene setzt. Gut, wir haben ja auch schon über diese ganzen Apps gesprochen mit den ganzen Filtern und Masken, aber es gibt inzwischen da ja auch viel ambitioniertere Projekte und das ist in manchen Milieus längst verpönt, jetzt diese gängigsten Masken der großen Apps zu verwenden. Nein, entweder sucht man sich da interessantere Anbieter oder wird auch selber kreativ. Es gibt inzwischen schon einen ganzen Bereich auch von Künstler
Innen, die sich darauf spezialisiert haben, so digitale Maskenfilter zu entwickeln. Das ist jetzt etwa der Account von Johanna Jaskowska, die damit am erfolgreichsten ist. Also wenn man ihr bei Instagram folgt, dann hat man sagen, auch die Möglichkeit, an ihren Masken zu partizipieren, die also sagen, sehr viel aufwendiger oder noch mal überraschender sind als das, was eben jetzt die großen Apps anbieten. Aber auch Berufe wie zum Beispiel der Beruf des Make-up-Artist haben eine ganz neue oder viel größere Bedeutung bekommen in den letzten Jahren, weil sagen, es ja wichtig ist, auch immer wieder sagen, ein breites Publikum und Millionen von Followern mit neuen Ideen zu versorgen. Da gibt es zum Beispiel jemand wie Kiki Yang Zhang, die in Berlin lebt, die sagen, in dieser Szene eine ganz einflussreiche Person ist. Und an diesen zwei letzten Beispielen sehen Sie auch schon so diese Grenze zwischen herkömmlicher Schminke und Maskierung und digitalen Formen der Maskierung. Die wird sagen auch immer häufiger unwichtig. Von beiden Seiten finden sagen die Inszenierung des Gesichts statt. Und das hat inzwischen auch dazu geführt, dass selbst große Kosmetikunternehmen dazu übergegangen sind, neben Schminke für den realen Raum auch digitale Kosmetik anzubieten. Also gerade vor, ich glaube, 2 Wochen ungefähr kam hier von L'Oréal die erste digitale Ablinie raus mit 10 verschiedenen Filtern, eben explizit gedacht für Videokonferenzen. Also durch all diese Praktiken, würde ich sagen, verliert eben nach und nach so die Idee auch von Authentizität, die Idee von was Echtem und Eigentlichen, was sich vermeintlich ausdrücken soll, einem Gesicht so an Rückhalt und eben ein sehr positives oder sehr selbstverständliches auch Verständnis von Inszenierung gewinnt an Verbreitung. Und in dem Sinn eben, um jetzt ganz zum Anfang zurückzukehren, ist eben auch für all diejenigen, die jetzt mit heutigen Selfie-Inszenierungspraktiken vertraut sind, auch sowas wie diese aktuelle Maskenpflicht kein Handicap. Das bedeutet für sie keine Einschränkung der Ausdrucksmöglichkeiten, sondern ist sozusagen höchstens eine neue Challenge. Und Challenge ist ja auch so ein sehr beliebtes Format in sozialen Medien, alles als Herausforderung zu nehmen. Und wenn Sie mal gucken unter dem Hashtag Mask Challenge in verschiedenen sozialen Netzwerken, werden Sie auch da sorgen, sehr viel finden. Das hier mal nur ein einziges Beispiel. Also wo man das so als Anregung nimmt, jetzt müssen wir halt Maske tragen, jetzt schauen wir, was wir da Interessantes machen können, was man trotzdem zur Geltung bringen kann, was man erst recht zur Geltung bringen kann damit, wie man das mit anderen Elementen der Gesichtsgestaltung in Verbindung bringen kann. Und wenn man da noch weiter und länger guckt, dann wird man auch immer wieder auf Bilder stoßen, wo man dann gar nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt hier eigentlich eine digitale Maskierung, was ist eine analoge, oder wo man sieht, diese Grenze ist völlig fließend geworden und auch zwischen den digitalen Masken in einer App und den Masken, mit denen man heutzutage im öffentlichen Raum ist, lässt sich dann eben nicht mehr wirklich unterscheiden. Ja, damit komme ich erstmal zum Ende. Danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld, Aufmerksamkeit und nehme an und hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen diskutieren können und freue mich auf Ihre Fragen. Erstmal vielen Dank.